Dann bitte ich für die Grußbotschaft aus der Swiss Romand Jean-Dominique Cipolla ans Rednerpult. Monsieur le Président d'honneur, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, quel est l'état de l'Union européenne en 2019? Les lamentations de la presse aux ordres sur les horreurs attendues en cas de Brexit présentent la même envergure et autant d'émotions que les avertissements à la Suisse si elle ne signe pas l'accord cadre avec l'Union européenne. Les médias aux ordres ergotent sur l'effondrement de l'économie britannique et helvétique au cas où la Suisse ou l'Angleterre n'obtempéreraient pas. Cela rappelle inévitablement les sombres prophéties sur la place économique suisse avant le refus d'adhérer à l'espace économique européen en 1992. Rien de tout cela ne s'est produit. D'ailleurs, selon les économistes anglais, le taux de chômage n'a cessé de baisser depuis l'été 2016 pour atteindre 3,9%, soit son niveau le plus bas depuis 40 ans. Depuis quelques années, il devient constant que les décisions de l'Union européenne sont prises par deux États seulement, l'Allemagne et la France. L'Allemagne et la France sur instruction des États-Unis. Les autres n'ont qu'à suivre, sinon l'Autriche, l'Hongrie, la Grèce, l'Italie, la Pologne et la Grande-Bretagne en ont fait la triste expérience. Il est avéré aujourd'hui que le 80% des lois des États de l'Union européenne sont décidées à Bruxelles. Les parlements ne font qu'approuver. L'impact des citoyens sur leurs propres intérêts se réduit à néant. Le Moloch antidémocratique n'a que faire du bon peuple. Il se préoccupe des subventions aux multinationales. Il ne peut pas tout faire. L'UE ne connaît pas les droits populaires et détruit les libertés de décision démocratique qui subsistent. La Suisse, pays neutre, devrait s'acoquiner aujourd'hui avec ce monstre froid. Vous le savez comme moi, l'assujettissement de l'Union européenne avec l'OTAN a offert à ses membres de nombreuses aventures militaires sous le dossard humanitaire. Dans cette optique, le message promotionnel selon lequel l'Union européenne serait un projet de paix peut être reclassé dans le domaine des contes de fées modernes. On commémore d'ailleurs cette année le 20e anniversaire de l'épopée serbe de l'OTAN, avec sa promotion balkanique de l'uranium appauvri. Aujourd'hui, cette armada d'un autre temps taquine l'ours russe. L'Europe, notre Europe, peut-elle en faire les frais? À force de loucher anxieusement vers Bruxelles, Berne risque d'oublier le sens d'une relation naturelle entre États souverains. Il ne fait aucun doute que notre pays a besoin d'un accord prévisible avec l'Union européenne. Mais ce contrat ne doit pas suivre la logique d'un contrat de mariage, pour ne pas dire d'un contrat colonial, mais plutôt celle d'un partenariat souple, dans le respect mutuel et sur un pied d'égalité. Pour le moment, c'est loin d'être le cas avec les pressions qui sont imposées à la Suisse. L'accord cadre institutionnel tel que proposé n'est qu'un contrat de soumission à l'ogre de Bruxelles. Monsieur le Président d'honneur, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, au nom des Suisses romands venus à Berne,
pour renforcer nos liens confédéraux. Je vous adresse la plus cordiale des bienvenues et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Vive la ZIN, vive la Suisse indépendante. Merci de votre attention. Dann bitte ich Mauro Damiani, unser Vorstandsmitglied für das Tessin, nach vorne. Buongiorno. Buongiorno. Cari membri, simpatizzanti, sostenitori, gentili signori, egregi signore. Ok, ich probiere in Deutsch zu lesen, ok? Liebe Amtsmitglieder, Sympathisanten und Gönner, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, sehr geehrte Amtspapa Christoph Blocher, die Tessiner Sektion der Amts hat in vergangenen Jahren eine deutliche Steigerung ihrer Aktivitäten erlebt. Dies auch dank der Tatsache, dass die Generalversammlung der Amts im vergangenen Jahr für das erste Mal seit 1986 als Vizepräsident ein Tessiner gewählt hat, Nationalrat Marco Chiesa. Danke. Wir haben die Sichtbarkeit unserer Facebook-Seite erhöht und heute sind wir von vielen Personen verfolgt, die eindeutig, an unsere Aktivitäten zur Informationsverbreitung stark daran interessiert sind. Seit Jahren leidet das Tessin unter den Auswirkungen der Personenfreizügigkeit. Die Anzahl arbeitslosen und sozialhilfebedürftiger Personen nimmt ständig zu. Maßnahmen zum Schutz des Arbeitsmarktes werden aufgehoben, weil sie der Freizügigkeit widersprechen. Die einheimische Bevorzugung ist verboten, weil sie der Freizügigkeit widerspricht. Ausländische Arbeitnehmer zu beten, den Strafregisterauszug vorzuweisen, was für Schweizer Arbeitnehmer üblich ist, ist Beleidigung und kann also nicht gemacht werden, denn es handelt sich um Rassismus. Es ist aber wahr, dass die Freizügigkeit auch Vorteil hat. Wenn zum Beispiel ein Student die eidgenössische Maturität ohne jegliche Schule erlangen möchte, kann er einfach nach Napoli gehen, Prüfungen ablegen und diese problemlos bestehen, circa 3.000 bis 5.000 Euro. Dann kann er dank dem Vertrag von Lissabon dieses Altpapier in eine eidgenössische Maturität umwandeln. Ist diese die Kultur, die wir importieren möchten? Wir vielleicht nicht, aber unsere Politiker wollen das offensichtlich, weil sie behaupten, dass alles normal ist und niemand bestraft werden darf. Auch nicht diejenigen, die mit Betrug ihre Ergebnisse erzielen. Ein großartiges Ergebnis. Bestrafung der Ehrlichen und Belohnung der Klugen. Aber Achtung, dass kein Land der EU beleidigt wird. Die Arbeiterlosen nehmen zu und die Schweiz leidet an einseitigen Entscheidungen. Alles andere als bilaterale Abkommen, meine Damen und Herren. Die Schweiz wird Arbeitslosenzulagen auch für diejenigen zahlen müssen, die nie einen Franken in die entsprechende Kasse einbezahlt haben. Was die Grenzgänger anbelangt, sieht es so aus, als ob auch die übrige Schweiz die negativen Auswirkungen des
Zugigkeit Abkommens spüren würde. In der Tat dauerte die Unterschriftensammlung für dessen Abschaffung nicht lange und es wurden weit über 100.000 Unterschriften gesammelt. Eine klare Warnung an die Politik, die jedoch den Wünschen des Souveräns offenbar nicht entgegenkommen will. Es ist daher gut, diese Vertreter des souveränen Volkes daran zu erinnern, was Einstein eines Tages sagte: Keine Maus der Welt würde eine Mausfalle konstruieren, aber wir tun es. Danke. Minuto. Über den Rahmenvertrag wurde bereits alles und das Gegenteil von allem gesagt. Die Wahrheit steht jedoch zwischen den Zeilen des Vertragsentwurfs, der im Umlauf ist. Das Volk wird rechtzeitig verstehen, dass die Entspressungsbedingungen einer Staatenunion, die eher eine Diktatur als eine Demokratie ist, nicht akzeptieren werden können. Und was macht die Politik? Man kann nichts machen. Das ist das übliche Motto, das wir seit Jahren hören. Eine Schande. Dieselben Politiker haben uns im Laufe der Jahre viele Dinge erzählt. Wie die Erfahrung in der EU zeigt, sind Befürchtungen, dass die Zuwanderung aus EU-Staaten in die Schweiz stark zunehmen wird, nicht gerechtfertigt. Es ist kein Migrationsdruck zu erwarten. Zur damaligen Befürchtung, dass jährlich über vom Bundesrat berechnete 10.000 Einwanderer eintreten können hätten, sagte Micheline Calmire, das sind Fantasien. Finito. Hingegen betrug Netto-Saldo zur Zuwanderung aus der EU in die Schweiz zwischen 2009 und 2013 80.000 Personen. Fantasien. Wie können wir noch daran glauben, was unsere pseudopolitischen Vertreter sagen? Wir können nicht. Unsere nächste Herausforderung besteht darin, den Leuten verständlich zu machen, dass das neue Waffengesetz uneingeschränkt an den Absender zurückgegeben werden muss. Nochmals machen wir uns vor, dass die Politik die Bedürfnisse des Volkes versteht und vertretet, auch wenn die Politik ständig beweist, dass sie lediglich die Bedürfnisse der Politik gut versteht. Dankeschön, Hopp Hounds. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann bitte ich jetzt Sandra Schneider für die Junge ans Rednerpult. Geschätzter Präsident, sehr geehrte Mitglieder, Gönner und Freunde der AUNS. Junge Leute demonstrieren auf der Straße gegen die Klimaerwärmung. Währenddessen drohen uns deren Eltern mit einer neuen Eiszeit. Einer Eiszeit mit Brüssel. Meine Damen und Herren, in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat unsere Landesregierung immer betont, dass die bilateralen Verträge mit der EU den Königsweg für die Schweiz bedeuten. In Tat und Wahrheit ist es aber der Pfad zu Knechtschaft und Unterdrückung. Die EU verlangt von der Schweiz, sich EU-Recht unterzuordnen und künftige Rechtsänderungen aus Brüssel automatisch zu übernehmen. Und widerspruchslos zu übernehmen. Denn Widerspruch wird nicht länger geduldet und demokratische Entscheide an der Urne werden nur noch akzeptiert, wenn sie dem Willen der EU entsprechen. Wir Bürgerinnen und Bürger werden zunehmend in die Unmündigkeit gedrängt. Unsere Stimme wird nicht mehr gehört, geschweige denn respektiert. Aus der Wahlurne
ist mittlerweile nur noch eine Urne geworden. Hier einige Beispiele. Die Masseneinwanderungsinitiative wurde an der Urne von Volk und Ständen angenommen. Sie forderte die eigenständige Steuerung der Zuwanderung. Aber was haben wir erhalten? Die Zuwanderung hält bis heute ungebremst an. Die Initiative für die Ausschaffung krimineller Ausländer wurde an der Urne von Volk und Ständen angenommen. Was haben wir erhalten? Die Interessen von Schwerkriminellen werden höher gewichtet als diejenigen der Opfer, geschweige denn die Interessen der breiten Öffentlichkeit. Und übrigens, wenn Ihnen jemand etwas Pfefferscharfes verspricht, dann stellen Sie doch sicher, dass es sich dabei um die Zubereitung eines Chili con Carne handelt. Das Schengener Abkommen ist auch ein Beispiel. Das Schengener Abkommen wurde an der Urne auch angenommen. Es wurde uns versprochen, dass sich für Schützen, Jäger und Waffenbesitzer nichts ändere. Nun fordert die neue Waffenrichtlinie das faktische Ende unseres liberalen Waffenrechts und drangsaliert somit jeden Waffenbesitzer mit neuen bürokratischen Vorschriften. Der nächste Schritt ist das Verbot des privaten Waffenbesitzes und die damit verbundene Kriminalisierung der Schweizerinnen und Schweizer, die zu Hause eine Waffe haben. Meine Damen und Herren, es ist nicht die Schweiz, welche den bilateralen Weg verlassen hat. Im Gegenteil, Helvetia macht zur Erfüllung der bilateralen Verträge einen derartigen Bückling, dass sie schon fast ein Fall für die IV ist. Wir zahlen jedes Jahr Kohäsionszahlungen an die EU, deren Summe schon weit über 1 Milliarde Franken beträgt. Das Freizügigkeitsabkommen hat zu Dumpinglöhnen und zur Einwanderung in unser Sozialsystem geführt. Mit dem milliardenteuren Bauprojekt NEAD hat die Schweiz die Alpendurchfahrt für ganz Europa vereinfacht. Trotz all diesen Täuschungen und vor allem Enttäuschungen erfüllt die Schweiz die bilateralen Verträge Punkt und Komma genau. Wir müssen uns also nicht von Brüsseler Bürokraten und drittklassigen Politikern vorwerfen lassen, wir seien Rosinenpicker und Profiteure. Würde sich die Europäische Union nur halbwegs an ihre eigenen Verträge halten, hätte es wohl keinen Brexit gegeben. Liebe Ahnsfamilie, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Es macht aber durchaus einen Unterschied, wie zwei Seiten miteinander umgehen, besonders wenn sie Differenzen haben. Die Schweiz kann und soll immer Hand bieten für Kompromisse. Diese müssen aber auch im Interesse unseres Landes sein. Wir schreiben das Jahr 2019, vor 80 Jahren begann der Zweite Weltkrieg. Damals wie heute wollen wir für unsere Freiheit und Eigenständigkeit einstehen, unsere Unabhängigkeit verteidigen und die direkte Demokratie stärken. Oder wie es General Guizot in seinem Tagesbefehl vom 1. August 1941 ausdrückte, schweizerisch denken und schweizerisch handeln. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Sandra. Wir sind froh und wir brauchen die Jugend, die mit uns für die Schweiz und für die Zukunft der Schweiz kämpft.